Ja, schönen guten Tag, kann man sagen. Heute fangen wir eine Stunde später an, weil wir heute den ersten Tag Gesang machen und da kann man nicht um 8, 9, 10 Uhr mit anfangen. Ich höre jetzt ja schon mich noch ein bisschen belegt, dann sage ich jetzt mal, wenn man mehr gesprochen hat am Tage oder wie später das wird, umso besser. Ich bin mich die ganze Zeit schon am Einsingen, damit meine Stimme ein bisschen warm wird. Das ist wie ein Muskel so sehen, ne, die Stimmbänder. Das muss man einfach machen, ne? Ja, gestern haben wir erstmal, sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Ich habe gestern ja, war Familie da. Wir waren schwimmen hier Emser Therme, richtig richtig schickes Ding. Ich würde als Laie jetzt mal sagen, so designmäßig 60er, 70er Jahre, aber neu gebaut, also mit modernen Einflüssen. Unheimlich viele einzelne Dinge, die man da machen kann. Also es ist unheimlich warmes Wasser. Ich glaube, das kommt auch so warm aus dem Boden raus. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall gibt es hier diese Quelle und ja Kurbad und Kaiser Wilhelm und ich weiß nicht, König Ludwig II. Und wer alles hier früher Urlaub gemacht hat und sich erholt hat, sich frisch machen lassen, kann man alles nachlesen. Ich bin jetzt kein Historiker in dem Sinne, aber habe das selber mal getan. Ganz interessant, dafür, dass es nur so eine kleine Stadt ist, Bad Ems, 9.500 Einwohner. Ich habe jetzt mal großzügig abgerundet oder aufgerundet, ich weiß nicht genau. Ja, also das Bad wirklich auch teuer, muss man sagen. 14 € aufgerundet für Erwachsene und Kinder von 1 bis 11, 7,80 €. Ist ein Wort, aber für 2 Stunden, ne, wohlgemerkt. Aber wirklich schön. Mit geilem Außenbecken und Strudeln und Wasserfällen und ich weiß nicht was. Ne? Eine Regendusche gibt es dort. So ein Salzwasserluft-Inhalationsraum. Sauna und das ganze Programm ist allerdings auch mit dem Preis drin, wenn man auf sowas steht. Naja, genug Lobhudelei auf die Emser Therme. Deswegen habe ich gestern nicht so die richtige Zeit gehabt, euch zu berichten, was gewesen ist. Sorry. Also, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gestartet hier. Ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem folgen. Kommen wir zu den wichtigen Dingen. Kurt hat gestern sensationell den letzten Take eingespielt. Gitarre, Effects, also hier noch eine Hook, da noch eine Melodie, da noch ein Effekt etc. ist abgehandelt. Keyboards auch. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich nur noch, und ich hoffe, ich kann das auch so mit Leben füllen, wie die beiden anderen das gemacht haben, singen. Ja. Und damit, wie gesagt, beginnen wir heute bis Dienstag oder Mittwoch geplant. Und dann können wir schon in den Mix gehen. Dann haben wir es geschafft. Ne? Also, wir sind also wieder in der Zeit. Den einen Tag, den wir da so ein bisschen verloren haben, den haben wir wieder eingeholt und es ist einfach richtig geil. Also ich freue mich richtig darauf, das fertige Produkt zu hören und auch darauf, euch das präsentieren zu können. Ja, jetzt fahre ich gerade noch hier mal gucken, wo hier so eine Tankstelle ist. Es ist ja Sonntag, heute hat nichts auf und ich wollte mir noch irgendwie so ein bisschen Pfefferminz oder wie auch immer, Bonbons, Kaugummi etc. besorgen, damit ich ein bisschen meine Stimme damit pimpen kann, oder wie sagt man? Alles klar. Ich melde mich wieder. Solange alles Gute. Bis bald.